Es ist wohl entschieden, heute Abend ist ein Endspiel für Thomas Tuchel beim FC Bayern München. Das wurde jetzt auch nochmal durch die Bild bestätigt, die ersten Berichte von der Abendzeitung, die habe ich euch gestern schon vorgestellt. Jetzt ist es klar, sollte Thomas heute Abend verlieren, wird das drastische Folgen haben. Zudem spricht Max Eberl jetzt erstmals über den XXL-Umbruch. Er kündigt ihn an, er sagt, es wird im Sommer einiges passieren. Und passend dazu gibt es auch neue News rund um Joshua Zirkse. Wie die Bayern hier vielleicht mit ihm weiterplanen, auch da dazu gleich mehr. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Ja, gestern, da kam ja dieser Bericht der Münchner Abendzeitung raus. Die Bayern-Bosse, sie haben einen Notfallplan geschmiedet. Es soll Hermann Gerland und Miroslav Klose in der Kombination als Legenden-Duo übernehmen, sollte es nicht laufen beim FC Bayern München. Und jetzt gibt es da von der Bild neue Berichte, neue Bestätigungen. Und zwar ist es eben so, dass es wohl wirklich der Wahrheit entspricht, das ist das letzte Spiel für Thomas Tuchel sein könnte. Es ist ein Endspiel für Tuchel, das ist jetzt wohl ganz klar. Das wird aber noch so ein bisschen genau beleuchtet in dem Bericht der Bild. Es gibt nämlich da verschiedene Möglichkeiten, wenn die Bayern verlieren sollten. Es ist wohl so, dass man Thomas Tuchel dieses Spiel geben möchte. Thomas Tuchel selber, er soll wohl auch richtig auf dieses Spiel brennen. Er kennt London, er kennt Arsenal, ist ja quasi eine frühere Rivale, ein früherer Derby-Gegner von ihm und deswegen hofft man zumindest mal, dass Thomas Tuchel das Ganze jetzt hier auch positiv lösen kann. Es gibt halt eben hier bei einer möglichen Niederlage zwei Szenarien. Szenario 1, die Bayern verlieren dieses Spiel, aber sie waren gut, sie haben eine gute Leistung gezeigt, aber Arsenal war einfach besser. Dann ist es wohl so, dass auch Thomas Tuchel definitiv wohl auch beim zweiten Spiel, beim Rückspiel weiter an der Seitenlinie sitzen wird. Sollten die Bayern aber wie in den letzten beiden Partien eine schlechte, uninspirierte Performance zeigen und ein negatives Resultat auch noch dabei rauskommen, dann könnte es sein, dass Thomas Tuchel sofort entlassen wird. Zumindest ist das der Plan. Am Samstag, da wäre er ja sowieso nicht mit auf der Bank. Er hat so viele gelbe Karten bekommen und dementsprechend könnte man dann da vielleicht schon einen neuen Trainer platzieren. Aber eigentlich ist das ganz klare Ziel der Bayern-Bosse, dass Thomas Tuchel weiter im Amt bleibt, denn man sieht die Saison sowieso verloren. In der Bundesliga wird man nichts holen, DFB-Pokal ist man raus. Und ob man jetzt hier den großen Champions-League-Titel holen kann, ist fraglich. Ich sehe das Ganze eher kritisch, denn ich glaube, dass es nicht mal mehr um diese eine Saison geht. Es geht teilweise jetzt für mich auch einfach darum, wen er spielen lässt, wie er aufstellt, wie die Spieler sich aktuell fühlen. Wenn er weiter dann quasi Unruhe ins Team reinbringt, dann könnte da wirklich irgendwas noch so in die Hose gehen, dass es vielleicht langfristige Folgen hat für die Mannschaft. Zum Beispiel verärgert er jetzt so einen Kim oder einen De Ligt, wenn er sie nicht spielen lässt. Wollen sie dann im Sommer weg? Das Verhältnis zwischen der Mannschaft und Thomas Tuchel, das hat ja die AZ gestern berichtet, das soll sowieso total gebrochen sein. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Was sind eure Tipps? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Max Eberl, er kündigt einen riesen Bayern-Umbruch an. Er sagt, es muss einiges geändert werden. Auch Uli Hoeneß hat das ja schon mehr oder weniger bestätigt. Er sagte, er rechnet mit einem Umbruch, der mehrere Jahre andauert. Aber was ist da denn jetzt los? Er sagte, man sollte sich für die Partie in Heidenheim ein Stück weit schämen. Man muss gucken, dass man relativ schnell wieder das Bayern-Wappen würdig vertreten kann. Die Kritik Eberls, die galt insbesondere den Spielern. Natürlich auch ein bisschen an Thomas Tuchel, aber er nimmt vor allem die Spieler in die Pflicht. Und innerhalb der Mannschaft, da sagte er, es müsse schon einiges geändert werden. Wir haben hier einen Charaktertest, denn wir haben erst in der ersten Halbzeit bestanden, in der zweiten Halbzeit versagt. Das sagt er in Richtung des Spiels gegen Heidenheim. Es war ja schon wirklich klar, dass man im Sommer den einen oder anderen Spieler holen möchte, aber dass man einiges innerhalb der Mannschaft ändern muss, das zeigt mir auch, dass man aussortieren möchte. Man möchte hier einen ganz, ganz großen Cut machen. Man möchte Spieler haben, die für den Verein brennen, die für den Verein alles geben. Und ich glaube, wenn du solche Spieler in einem Team kanalisierst, ein richtiges Team formst, dann kannst du es auch vielleicht mit qualitativ gar nicht den besten Spielern, sondern als richtige Einheit viel, viel weiter bringen. Wir haben ja schon mehrere Eckpfeiler für die Zukunft, die auf jeden Fall weiter Bestand haben sollen. Das geht hinten los mit einem Manuel Neuer. Das geht dann über einen Alexander Pavlovic, der eine ganz, ganz feste Größe im Mittelfeld werden soll. Mit einem Musiala auf der 10, mit einem Harry Kane im Sturm. Und dann geht es natürlich auch noch weiter, so ein bisschen Sané. Da muss man auch schauen, wie geht es mit ihm weiter? Was macht er jetzt? Wie zeigt er sich? Coman, ist der wirklich qualitätsmäßig auf einem Bayern-Niveau? Auf der Rechtsverteidigerposition? Geht es dann mit Kimmich weiter? Kimmich wieder ins Mittelfeld? Wie plant man mit Joshua Kimmich? Und sollte er nicht Rechtsverteidiger spielen, reicht es für Nasser Masraoui, Zaha Boye überhaupt aus, dort zu spielen? Einige Fragen, die man sich stellen muss. Man wird definitiv im Sommer einiges beim FC Bayern München hören. Und das werdet ihr natürlich auch hier von mir immer wieder berichtet bekommen. Das war die erste richtige Ansage von Max Eberl. Und ich muss sagen, so langsam merkt man es tatsächlich, dass Max Eberl auch angekommen ist. Sonst hat er immer so kleine Späßchen gemacht. Ja, ihr sucht Ostereier, ich einen neuen Trainer. Jetzt gab es mal eine richtige Ansage. Und das
ist der Max Eberl, den der FC Bayern München auch braucht. Gestern Abend hat er sich auch nochmal vor dem Flug nach London so ein bisschen kurz geäußert, am Mikrofon auch gesagt, man muss jetzt in diesen Kämpfermodus gehen. Den hat auch Thomas Müller ausgerufen. Man muss jetzt zeigen, dass man immer noch kampfbereit ist, dass man immer noch den Wille hat, irgendetwas zu erreichen. Und das ist auch nochmal so ein ganz, ganz großer Fingerzeig auf dieses Spiel heute Abend. Das Spiel heute Abend könnte eines der wichtigsten in dieser Saison werden, sowohl für die Spieler als auch für Trainer Thomas Tuchel. Eure Meinung dazu auch wie immer gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zu Joshua Zirkse. Der ist ja ein Ex-Bayern-Star, spielt aktuell eine große Shooting-Saison bei seinem Club in der Serie A bei dem FC Bologna. Und jetzt ist Juventus Turin wohl ziemlich heiß auf ihn und Sky Italia, sie berichten über einen, ich sage mal schon, sehr, sehr verrückten Tauschstil, der jetzt wohl tatsächlich den Verantwortlichen bei Juventus Turin vorschwebt. Und zwar ist es ja so, der FC Bayern München besitzt eine Rückkaufklausel von 25 bis 40 Millionen Euro für das Eigengewächs für Joshua Zirkse. Zudem ist man wohl 30-50% an einem möglichen Kauf beteiligt. Und jetzt hat Juventus Turin wohl so eine kleine Idee. Sie möchten eben bei Joshua Zirkse sparen. Sie möchten da nicht ganz so viel ausgeben. Und die italienische Toto Sport, sie berichtet es, ein möglicher Spielertausch ist jetzt wohl eine Option, die Juventus Turin da so ein bisschen vorschwebt. Und da geht es dabei tatsächlich um Federico Chiesa. Die Bayern sind schon länger heiß auf ihn. Und Juventus Turin, die haben wohl tatsächlich auch die Ideen, dass man ihn vielleicht an den FC Bayern München abgeben könnte. Und zwar haben beide, sowohl Joshua Zirkse als auch Federico Chiesa, einen Marktwert von 40 Millionen Euro. Das würde eigentlich super passen. Die Bayern müssten dann quasi einfach nur den Spieler zurückkaufen, auf ihre Weiterverkaufsklausel verzichten und dann einen Spielertausch zwischen Zirkse und Chiesa machen. Chiesa gilt als einer der Kandidaten, den die Bayern im Blick haben, wenn es um eine potenzielle Nachfolge von Gnabry oder auch Coman geht. Von daher könnte das schon hier ein ziemlich guter Deal für den FC Bayern München sein. Ein sehr, sehr günstiger Deal, wenn sie hier Zirkse für 25 Millionen zum Beispiel zurückkaufen können, dann könnten sie sich so Chiesa, einen Spieler mit 40 Millionen Euro Marktwert, unter Marktwert holen. Hört sich eigentlich nach einem coolen Deal an. Ich bin sehr gespannt. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema. Timo Werner, er legt sich jetzt wohl fest, wie es für ihn weitergeht. Das berichtet Fabrizio Romano bei Core Offside. Timo Werner ist klar, er möchte wohl bei Tottenham bleiben. Die Spurs selber, sie entscheiden tatsächlich, wie es am Wochenende weitergeht. Es gibt eine Deadline. Bis Mitte Juni muss die Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro gezogen werden. Die Spurs, sie wollen sich aber noch Zeit lassen und werden die Dinge wohl dann im Mai mit Timo Werner besprechen. Timo Werner ist glücklich bei Tottenham. Es liegt also nur am Club. Er würde wohl gerne bleiben. Es ist aber fraglich, wie es dann auch für ihn weitergeht. Und das hoffe ich natürlich auch für Timo Werner, dass er hier bleiben kann, wenn es ihm das Spaß macht. Anscheinend liegt ihm die englische Liga besser. Ist ja eigentlich sogar ein bisschen ungewöhnlich, denn das ist die beste Liga der Welt. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Von daher könnte das schon echt gut passen. Was sagt ihr? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.